Hey liebe Leute auf YouTube, ich bin hier in Florida und ich sehe, die Schweiz geht ab. Es ist schrecklich, ich kann es nicht anschauen, es wird einem schlecht. Und ich erlaube mir, das jetzt in nächster Zeit nicht mehr anzuschauen, weil ich jetzt einfach mal oben runterfahren, nach 20 Monaten Dauereinsatz, bin ich jetzt nur noch auf Locals täglich unterwegs. Locals, meine Initiale, d.st, für Daniel Stricker, Enter drücken, d.st, kommt auf Locals. Dort habe ich im Moment allerdings nur für die Abonnenten Inhalt, vorwiegend Videoinhalt, wo ich meine Reise von Amerika täglich darüber Bericht erstatte. Seht ihr da? Ich bin hier in einem Motel in Amerika, in Florida, mache einen Roadtrip, längere Zeit durch die Staaten durch und tue halt einfach meine Locals, Abonnenten informieren auf täglicher Basis. Also Stricker TV sendet weiterhin täglich. Aber nicht mehr über den ganzen Corona-Irrsinn, sondern über die Nicht-Corona-Schönheit von Amerika. Ich probiere die ganze Zeit jetzt, seit der Landung, keine Maske mehr anzulegen. Klappt bis jetzt hervorragend. Ich habe sie nicht mehr dabei. Ich habe sie tief verstaut im Gepäck. Wenn ich aus dem Haus rausgehe, aus dem Hotel raus, wo immer, ich habe keine Maske und ich bin noch nie aufgefordert worden, eine anzulegen. Obwohl ich jetzt schon sehr viel in den Ort war. Also Amerika, Freiheit, das glaube ich ist die wichtigste Botschaft, die ich loswerden will. Man darf laute Autos haben dort in Amerika, man darf ganz vieles dort in Amerika. Und wenn man in der Schweiz ist, von Naziländern umgeben, in einem Naziland, dann in einem, sorry, ich verwechsle es immer, nicht Nazi, Entschuldigung, Hüziland, Hygienesozialisten, dann hat man das Gefühl, das sei die Normalität, oder? Aber in Amerika hat es mittlerweile, ich habe es auch auf Locals gepostet, eine grosse Mehrheit der Staaten, die nichts mehr macht, die keinerlei Einschränkungen mehr kennt für einen Menschen, der sich einfach frei bewegen will. Und das sind vor allem halt die roten Staaten, die republikanischen Staaten, aber auch Florida, Texas, also und eben der Midwest. Und ich durch ganz Amerika reisen. Es wird ein extrem langer Roadtrip, ich rechne mit über 10'000 Kilometern. Die ich am Schluss absolviert habe. Ich werde täglich darüber berichten. Gestern habe ich mit einem Berle geredet, der ausgewandert ist vor 10 Jahren. Hier auf Florida. Und wenn es geht, mache ich dort noch ein Interview. Aber wie gesagt, die Inhalte hat alle jetzt exklusiv auf Locals. Auf Telegram habe ich die Kommentare deaktiviert. Auf YouTube werde ich es auch noch machen, weil ich an meine Admins möchte eine Pause gönnen. Auf Locals kann man kommentieren, wenn man abonniert. Wenn du Journalismus unterstützen. Sogar wenn von einem Journalisten in den Ferien noch berichtet, dann kannst du das Abo lösen dort. Kostet $15 im Monat oder $150 im Jahr. Und dann bist du ein Jahr lang dabei mit uneingeschränkt geilen Inhalt. Und ich werde jetzt halt, und ich weiss, wie schlimm das in der Schweiz ist, mit der Maskenpflicht ab der ersten Klasse und so weiter, mit dem Impfen, das wird anfangen im Januar. Aber das wird da jetzt auf Locals eine kleinere Rolle spielen. Ich möchte hier mehr zeigen, wie frei das Amerika bereits ist und wie schön das ist. Und dass eben die Insel des Wahnsinns, die Insel des Wahnsinns eigentlich nur noch aus Westeuropa, aus Australien, Kanada, Neuseeland besteht. Und aus wenigen Teilen in den USA. Und sonst, also jetzt in Florida geht das Leben normal weiter. Und alle Details, die verrate ich eben auch. Die mannigfaltigen Möglichkeiten, die sich bieten, auf Amerika einzureisen. Wie die Leute sagen, man könne nur geimpft einreisen, das ist eine absolute Fehlinformation. Es gibt sehr viele Wege in die USA und überhaupt auf die Welt herumzureisen. Das habe ich im ersten Video von meinem Roadtrip bereits schon behandelt. In Zukunft werde ich nicht über das Thema reden, sondern ich werde über das reden, was schön und gut und frei und edel ist. Nämlich die Vereinten Freien Bundesstaaten von Amerika. Das war es. So kurz meine Videos auf YouTube, damit ich mehr Zeit habe für meine Locals-Leute. Aber dann, wenn ich zurückkomme, geht es auf YouTube wieder weiter und hin und wieder werde ich mal etwas Kurzes posten, damit ihr merkt, dass ich noch nicht an Corona verändert bin. Hebt euch Sorge, ciao miteinander.